Servus und hallo zusammen. Ich bin heute wieder einmal für euch unterwegs und zwar geht's heute nach München zur Finest Spirits 2020 im MVG Museum. Ich habe vor euch ein paar Bilder, Eindrücke und was ich sonst noch so in Erfahrung bringen kann von der Finest Spirits 2020 mitzubringen. Auch werden höchstwahrscheinlich ein paar Bilder von der Aftershow-Party bei Mike dabei sein. Auf jeden Fall wünsche ich euch schon viel Spaß und bis gleich nach dem Intro. Servus und hallo zusammen. Ich möchte euch noch einen kleinen Bericht von der Finest Spirits 2020 im MVG Museum in München geben und spreche euch hier über die Eindrücke, die ich zusammengestellt habe, ein paar kleine Informationen. Was hat es zu sehen gegeben? Wie ihr auch schon auf den Bildern sehen könnt, hat es wirklich Whiskys in allen Facetten und Fassungen gegeben. Es hat Single Malt, Bourbon, Rye und alle anderen Variationen gegeben. So viel hat man überhaupt nicht anschauen können. Unter anderem hat es natürlich auch ein wirklich großes Angebot an Gin und Rum gegeben. Cocktails und Essen hat man bestaunen können. Und man hat natürlich auch Tastings machen können von Masterclass in allen verschiedenen Variationen an allen drei Tagen. Die Finest Spirit ist ja immer von Freitag bis Sonntag, von morgens bis abends oder an Samstag und Sonntag vielmehr, glaube ich, von nachmittags bis spätabends. Und am Samstag war auch noch die Aftershow-Party, die jedes Jahr von Mike's Whisky Bar organisiert wird, an der ich dann auch noch teilgenommen habe. Eine schöne Veranstaltung, Bilder dazu könnt ihr am Ende von diesem Video sehen. Ein paar kleine Eindrücke, die ich da zusammengesammelt habe. Was kann ich euch denn noch erzählen? Ich möchte euch vielleicht ein bisschen teilhaben lassen, wen ich so getroffen habe. Wen ich wirklich gern getroffen habe, war auch Rudi und Karl von Alba Collection. Alba Collection sind die, die uns Whisky-Enthusiasten die schönen Whisky-Karten von der ganzen Welt erstellen, die auch sehr informativ sind. Wenn ihr diese Karten noch nicht kennt, und ich glaube, das sind die allerwenigsten, dann googelt doch mal Alba Collection. Da kann man wirklich ganz, ganz tolle Sachen finden. Und bei mir in den Videos im Hintergrund kann man auch immer eine von ihren Karten sehen. Dann habe ich natürlich Mike von Mike's Whiskyhandel getroffen, mit dem man auch einen schönen Plausch halten konnte. Ich habe den Master Distiller Mario von St. Kilian getroffen. Von Munich Whisky habe ich ein paar nette Leute getroffen. Besonders auf der Aftershow Party haben wir noch ein paar Worte miteinander gewechselt. Ich konnte ein paar Worte mit Andy vom YouTube-Kanal Whisky und Vinyl wechseln, der auch an diesem Tag, am Samstag und am Freitag, glaube ich sogar, auf der Finest Spirit gewesen ist, hat hier auch, glaube ich, ein Video oder mehrere Videos dazu rausgebracht. Könnt ihr auch mal auf den Kanal schauen. Dann habe ich einen Bekannten von den Tastings bei Mike getroffen, und zwar den Lars. Ein Bild wird auch in den Eindrücken davon erscheinen. Ganz toll, wen ich auch getroffen habe, war Sebastian Büsing, der Brand Ambassador für Loch Lomond, McMurrah und die Sauerländer Edelbrennerei, wie ich meine. Von ihm habe ich ein paar wirklich leckere Loch Lomonds und was da noch so zu dieser Destille dazugehört, probieren können. Und wir haben wirklich ein paar nette Minuten miteinander verbringen können.
Wenn ich jetzt noch jemanden anders getroffen habe, den ich hier nicht erwähnt habe, dann sei mir das verziehen. Ich grüße auf jeden Fall alle hier nochmal recht herzlich und es hat mich sehr gefreut, euch getroffen zu haben und freue mich auch, wenn ich euch nochmal treffen kann. Tja, und wen habe ich denn noch getroffen? Ja, das habe ich mir hier noch aufgeschrieben und zwar den Brand Ambassador von Berry Brothers and Rudd. Das hat mich persönlich besonders interessiert, da ich ein großer Fan vom Texas Ligation bin. Sprich, das ist ja eine Abfüllung, die in Texas destilliert wird und dann bei Berry Brothers in London reift. Schaut euch mein Video dazu an, vielleicht blende ich es nochmal oben kurz ein. Auf jeden Fall ist da eine schlechte Nachricht, es wird in 2020 kein drittes Batch davon geben vom Texas Ligation. Grund dafür ist, so wie mir das gesagt worden ist, die mangelnden Lagerkapazitäten von Berry Brothers and Rudd im Moment. Heißt allerdings nicht, dass es kein weiteres Batch vom Texas Ligation geben wird. Jo, was kann ich noch sagen? Es hat mir wirklich gut gefallen. Es ist eine tolle Organisation gewesen. Es sind sehr, sehr viele Leute da gewesen. Die Munich, die Finest Spirits in München ist tatsächlich eine von den größten Whisky-Messen, auf denen ich bisher gewesen bin. Gleich groß ist für mich, glaube ich, in Frankfurt noch die Interwhisky, die auch immer sehr schön ist. Aber ich mag ja auch die kleinen und darum werde ich jetzt demnächst auch noch nach Nürnberg auf die Village fahren und mir diese auch zum ersten Mal anschauen. So, ich hoffe, ich habe euch mit meinen Geschichten nicht gelangweilt und konnte euch ein bisschen über die Finest Spirits 2020 informieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und immer einen guten Genuss und weiter noch viel Spaß bei den Eindrücken. Euer Konstantin von Whisky Enjoy. Tschüss!